Philipp haben wir ein ganz tolles Kurzporträt gemacht. Toll und unglaublich professionell, wie diese jungen Leute das schon machen. Wundervoll, wie sie sich ausdrücken können, ihre Zielsetzung einfach auch in dem Sport, die Ernsthaftigkeit, wie sie es betreiben, aber eben nicht mit dem Über-Ehrgeiz, sondern wirklich mit passender Sportlichkeit. Und sind selbst die jungen Leute, ich glaube, für unsere Kinder schon richtig tolle Vorbilder. Abschluss machen diese beiden, Kubicki und jetzt Philipp Buttermann. Ja, sehr richtig, auch da hatte vorhin Markus Friedl schon gleich einmal richtig Gas gegeben. Und diese Situation, die hat jetzt hier Philipp Buttermann meines Erachtens nach schon so noch klein wenig flüssiger erwischt. Auch hier die Vorwärtstendenz ein bisschen beibehaltend. So, das wird spannend bis zum Letzten. Wir schauen auf die Zeit, wenn die beiden jetzt ins Ziel gekommen sind.